Hallo Leute, ja, wir sind in Simotrans hier bei Düren und wollen schauen, was da nach Neuenkirchen passiert. In der letzten Folge passte da irgendwas mit der Ansicht dann nicht. Wie heißt da? Oh, gibt's doch. Michael Friedrichs hat dann geschrieben, ich soll da nochmal in die Linie reingucken, was da nicht passen könnte. Machen wir nach dem Logo, ne? So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier Verbindungen haben und wahrscheinlich ist da vielleicht gar kein Fahrzeug drauf, oder? Düren Rathaus, Düren Rathaus. Fahrplan und Fahrzeugliste. Kutsche fährt, glaube ich. Ja, Kutsche fährt. Keine Ahnung, warum da jetzt das nicht so ist, wie es sein soll. Und ist ja auch schon, ne, ist noch keiner drin. Stehen hier schon welche? Wohin war? Noch Neunkirchen. Laatzen, Förde, Radnor. Da ist noch keiner, der dahin will. Da ist auch keiner, der darüber will. Ist das hier? Ein Fuchs. Interessant. So, jetzt ist die Frage. Der hält da ja jetzt gleich an. Und dann müssen wir mal schauen. Dreht auch um, passt. Fahrzeugdetails ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass der nicht laden darf. Ne, ist es nicht. Er hat natürlich niemanden da. Bornheim, Waldshut und Weiterstadt. Wo liegen diese Orte? Bornheim liegt hier, Weiterstadt liegt da und Waldshut liegt da. Alles in die andere Richtung. Und hier? Laatzen, Förde, Rathenau, Rosenheim. Irgendwas passt hier nicht. Ich weiß aber noch nicht was. Düren. Das ist jetzt hier unser. So, das ist schon offen. Das ist unsere Kutsche. Da sind sogar zwei drauf, oder wie sehe ich das? Aber ich sehe nur eine, weil eine steht noch in den Startlöchern. Jetzt haben wir aber zwei da drauf. Ist ja nicht schlimm, lass uns das mal machen. Die ist da und die fährt jetzt da hinten los. Neukirch. Da ist nix. Laatzen. Förder. Irgendwie hat er diese Linie nicht so richtig angenommen, oder? Lass uns hier nochmal gerade reingucken. Naja, das ist die Linie. Das passt alles. Ah, hier, freier Wegpunkt. Da ist unser Problem. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Jetzt wird es dann auch hingehauen. Fehler gefunden. Danke, Michael, für den Tipp, dass ich da nochmal reinschaue, auf jeden Fall. So, das ist dann erledigt. Jetzt stehen hier bestimmt schon fünf Leute, die nach. Naja, nicht doch. Hier vielleicht einer jetzt. Bornheim, Walsum, nee, auch noch nicht. Aber das wird einen Moment dauern halt. Jetzt wäre dann halt diese Karte, wo wir dann Netzplan haben, ne, oder? Transportnetz. Und siehe da, Düren, Neukirch ist jetzt auch verbunden, obwohl die Straße da lang geht. Passt. Genau das wollten wir und das passt. Gut, die Baustelle ist erledigt. Jetzt kommen wir zu der anderen Baustelle, die hier oben ist. Wir wollten hier gucken, wie wir das hier machen. Rösrath und Dorsten verbinden. Alternative wäre, ja, Schifffahrt oder so. Wir haben natürlich hier schön zwei Burgen, eine Burg und dann Dingens. Da könnte man natürlich dann auch noch einsetzen, sozusagen hier rüber und man fährt dann hier mit dem Schiff nach da, ne? Vielleicht sollten wir das mal tun. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Wir hier jetzt weitergehen. Passt das schlecht, ne? Da sieht es genauso schlecht aus, also lassen wir das.
Das war jetzt 1, 2 Haltestelle. 1, 2, 1, 2 Haltestelle. Das wäre dann hier. Würde aber da sich auch nicht ausgehen. Ja, das war da. So 1, 2, dann nochmal 1, 2 Haltestelle. Das wäre jetzt hier lang. Würde dann da ankommen, aber dahinter ist irgendwie hügelig. Aber hier hinten ist es eigentlich auch schon fast egal, wie wir fahren, glaube, ne? Würde ich jetzt tatsächlich so machen und so machen. Dann machen wir das so, dass wir hier auf jeden Fall einen Halt machen. Es ist, hier wächst wahrscheinlich sowieso auf Dauer nichts erstmal hin. Die drei Haltestellen haben wir. Und dann können wir hier lang, oh, so anschließen erstmal. Das machen wir dann. So, und dann bedeutet das neue Linie. Größrad. Sehenswürdigkeiten Hafen. Hier noch ein Bindestrichchen. Ja, das passt schon so. Und dann wäre das da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Und kommt dann wieder dahin, ne? Ja. Hier machen wir noch ein Enter, damit das übernommen ist. Und dann passt das erstmal. So, und jetzt müssen wir nur noch das Depot finden. Den mit denen. Und Fahrplan. Größrad. Sehenswürdigkeiten. Und wir starten den. So, und dann brauchen wir noch einen Hafen. Der ist hier. Passt. Neue Linie, Hafen, neue Linie von dort nach dort. Und das ist Erlangen, Schuss, passt. Fertig. Schließen. Schiff kommt von hier. Starten. Fährt. Passt. So, jetzt müssten wir hier gucken. In Erlangen gibt es da schon Leute, die jetzt dann da hin wollen. Wahrscheinlich nicht. Ist klar, ist ja auch noch ein bisschen früh dafür. Ja, das sieht jetzt erstmal nicht so aus, ne? Die werden jetzt erstmal eine Weile fahren müssen, ne? So, was bedeutet das für uns jetzt? Wir gehen mal auf die Karte nochmal. So, wir haben dieses hier oben mit dem hier unten verbunden. Das untere ist nach dahin verbunden. Dieses hier oben ist nach da verbunden und dieses hier ist nach da verbunden. Genauso wie nach da. Das heißt, dieses hier oben ist verbunden mit dem hier unten. Hier unten das ist komplett verbunden und da geht schon wieder der Weg hier lang, passt nach da. Hier gibt es keine Verbindung nachher, die führt hier lang und die Verbindung von hier wird nach da. Und hier unten fehlt es jetzt noch. Görlitz
müssen wir jetzt noch anschließen, entweder nach Nagold oder nach St. Ingbert. Aber ich bin jetzt für Nagold. Müssen wir nur gucken, wie wir hier am idealsten das mit dem Hafen machen. Das ist 1, 2 Hafen, Haltestelle, 1, 2 Haltestelle. Würde nicht ausgehen. Würde mir aber auch ziemlich egal sein, kann auch hier vor sein. Machen wir so. Die Haltestelle setzen wir da trotzdem hin. Und dann kann das erstmal zu. Und dann kommt hier noch ein Passagieranleger hin. Passt. Jetzt müssen wir hier noch irgendwo gucken, dass wir da den Dingens haben. Das Depot, wo ist es? Da ist es. Ja, müssen wir jetzt mal gerade so machen, weil ich das hier schon falsch ausgewählt habe. Fahrplan ist. Fahrplan erstellen. Fahrplan ist von da nach da. Und das ist Görlitz. Hafen. Schuss. Passt. Ja, weiß ich nicht, das müssen wir hier wahrscheinlich dann jetzt nochmal machen. So, Görlitz Hafen und der startet da. Dann haben wir das auch. So, und jetzt müssen wir noch auf die andere Seite kommen. Hier haben wir das. Und da ist es natürlich gerade, wie wir sehen, etwas schlecht. Weil genau an der Stelle, wo wir den Anleger bauen wollen, geht da wahrscheinlich nicht hin. Das wäre hier. Zack, bumm, geht nicht. Das heißt, wir schütten das Ganze teuer auf. Und zwar da. Das können wir schließen. Jetzt kommt der Hafen dahin und passt. Und das kann zu. Das muss auf. Straße dahin. Passt. Und ein Wartehäuschen dahin. Wo ist jetzt hier unser Depot? Weit, weit weg oder wie sehe ich das? Da ist es. Aber warte, lass uns die Linie hier noch machen. Nagold Hafen. Das machen wir Stadtbus, aber. Schuss. Und das ist von da nach da. Erledigt. Kann zu. Die beiden mit dem und Nagold Hafen ausgewählt. Stadtbus. Und starten. Passt. So, und dann brauchen wir noch ein Schiff. Machen wir auch eine neue Linie. Motorschiff. Nagold, Hafen nach, wie hieß das da unten noch? Görlitz Hafen. Schuss. Da nach. Passt. Verwaltung ist durch. Wir gehen hoch nach St. Ingbert. Schiffchen daher und starten. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt alles verbunden. Das ist mit dem, das ist mit dem, die sind mit dem. Ja, ich glaube, das Netzwerk ist jetzt durch.
Gut, jetzt müsste man noch gucken, ob man hier irgendwelche Kirchen anschließt zum Beispiel oder Burgen vor allem. Die Burgen waren ja lukrativer, die Kirchen eher nicht. Hier ist zum Beispiel noch einer, da müsste man noch überlegen, ob man das tut. Hier oben ist auch einer. Ja. Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf unserem Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.